Das Formel-1-Wochenende zwischen dem 22. und 24. Juni 2001 auf dem Nürburgring werden meine Frau und ich garantiert niemals vergessen. Unter kräftiger Mithilfe des Teams von Jaguar hielt ich zwischen zwei freien Trainings am 22. Juni in der Box von Jaguar in die Hand meiner Frau an. Glücklicherweise hat sie damals Ja gesagt, trotz all der Aufregung, denn sie ahnte während des Spaziergangs durch die Boxengasse absolut nichts von meinem Vorhaben. Aufgeregt waren wir natürlich beide in diesem Moment. Ohne ihn, ohne Niki Lauda, damals Teamchef bei Jaguar, hätte das Ganze gar nicht erst stattfinden können. Denn wenn Niki Lauda Nein gesagt hätte, hätte meine Frau an diesem Tag nicht Ja sagen können. Dank des Einverständnisses von Niki Lauda waren wir danach dann auch noch Gäste des Teams von Jaguar im Fahrerlager. Das gemeinsame Essen mit dem gesamten Team von Jaguar war ein weiterer Höhepunkt für uns beide an diesem Tag. Von der Jaguar Lounge aus hatten wir dann nicht nur einen fantastischen Blick auf die Rennstrecke, sondern wir konnten perfekt Florian König und Niki Lauda bei ihrem Dialog beobachten. Auch den Beginn der Fahrerparade konnten wir von hier oben aus natürlich hervorragend sehen. Am Ende der Fahrerparade waren wir dann ganz nah dran an den Formel-1-Piloten. Nach meinem Kenntnisstand war dies hier der bisher einzige Heiratsantrag in einer Formel-1-Box in der gesamten Geschichte dieses Rennsports.